Bist du ja. Hey, Ciao, Eddie. Mafioso. Der Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Was? Ich und mich. Wir haben's geschafft. Geil. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Heiß. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich Leo, will mein darüber Freund. Reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja. Ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank. Ach, Leo ist einfach ein echt guter Mann. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Auf geht's. Also dann. Ich gehe schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Oh, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Lear die Seife hat fallen lassen. Du kommst mich mal. Okay, okay, das reicht. Und gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. Wir freuen uns halt, Mann. Wir werden Teil der Falcone-Familie. Wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Da sind wir gleich richtig in der Familie. Viel Glück. Mal hier warten. Ist ja auch alles andere als schön, wenn man da die Hände in den Schoß legen muss, wenn man gleich aufgenommen werden soll. Eieiei. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Eine nette Gesellschaft. Du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Ah, von der Gewerkschaftsboss. Von nun an bedeutet ja unsere Familie mehr als deine leibliche. Der Gewerkschaftsboss, oder Gott, oder der Wichser. Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten. Wirst du das tun? Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Ah, das ist ja das Aufnahmeritual. Ah, ein bisschen creepy, aber... Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate... Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate... Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Amico Nostro, meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Was für ein feierlicher es Moment. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und natürlich. Warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen. Und aber nachdem ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt war auch ein Partner. War ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Prostitution und so ist okay, aber Drogen werden nicht gern gesehen. Oh, nice. Boah. Kleine Montage. Davon, wie es so läuft. Puh, ziemlich abgebrüht. Ah, schönes Leben. Oh, Joe lacht sich da einer an. Neues Haus, hey. Klasse. Autsch. Neue schicke Klamotten. Ja, hat schon was.
Ach Mensch, wir haben es geschafft und sind im Kapitel 10. Zimmerservice. Wir sind jetzt in der Familie und wir haben die Villa Scaletta. Das ist ja stark. Und das Telefon klingelt. Wir haben ein richtiges Haus. Wir haben Obst. Das ist Obst. Wir ernähren uns gesund. Guck mal, Jazz mögen wir anscheinend auch. Wo ist denn hier das Telefon, bitte? Ach, da vorne. Mensch, ein Kamin, das ist ja stark. Aber was gibt's? Hallo? Hey Vito, ich bin's Eddie. Hi Eddie. Hi Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut, ich bin gleich da. Ein bisschen abgestumpft. Villa Scaletta. Mensch, sogar bügeln tun wir jetzt unsere Klamotten. Ist ja löblich. Fernsehen kann man leider nicht anschalten. Aber ein Happen Essen würde ich vorher trotzdem noch gerne. Und hier so ein bisschen im Diner-Stil. Ein paar Chips. Lecker. Aber immer noch denselben Klumpatsch. Ja, wir haben jetzt Stolzbier. Oder? Vorher hatten wir anderes. Meine ich. Erstmal ein Sandwich essen. Haben die einen Kaffee? Kaffee? Na, greife ich mir auf dem Weg noch einen Kaffee und dann geht's los. Ach, Moment. Klamotte. Ah, die Lederjacke ist schön. Die gefällt mir. Teurer Anzug. Alten Hemd. Hier unsere alten Klamotten haben wir auch noch, aber... Hier die neuen sind natürlich hübscher, der Maßanzug ist natürlich schon stark. Aber hier gab es doch diese eine Lederjacke, die ganz gut aussah. Welche war das denn? Die sah doch anders aus als die, oder bilde ich mir das ein? Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Müsstet ihr wissen. Ich denke mal, ein Hemd können wir schon tragen heute. Frisch außer Reinigung. For old time's sake. So, hier müssen wir nicht hin. Ich war hier noch nie, ne? Ist zwar mein Haus, aber... So, okay, hier geht's raus. Ah, ne, hier geht's aufs Klo. Na, komm, noch mal ein bisschen waschen. The base best beer. Tolle Alliteration. Tolles Stilmittel. Ja, wie komme ich hier jetzt raus? Hier? Ah. Oh, say can you see? So, Garage haben wir doch bestimmt auch. Wir haben einen Pool! Hui! Nice. Wir haben einen Pool. Wo ist denn unsere Garage? Ja? Nice, den haben wir uns direkt einverleibt. Also haben wir den jetzt auch hier praktisch in dem... Hier gehen wir einfach mal auf in der Garage parken. Okay, jetzt haben wir hier die Schubert-Fregatte, den alten Jefferson Provincial. Alter, wir haben so viel Geld. Komm, den reparieren wir gerade mal. Ach, hier unser guter alter Jefferson Provincial. Na gut, hier diesen Smith Main Lane, den müssen wir glaube ich nicht... Doch, den reparieren wir mal. Mit dem fahren wir dann, glaube ich, auch mal. Komm. Nehmen wir den. Der ist nicht so schad, wenn wir irgendwie Mist bauen. Den anderen fahren wir, glaube ich, eher mal so als Joyride aus und nicht zur Arbeit. Linker links setzen. So. Und hier mal die Geschwindigkeitsbegrenzungsdingens einschalten. Du. Läuft alles gerade ganz gut für uns, muss man einfach mal so sagen. Ich gönn's uns ja. Skyline. Sehr, sehr schön hier. Da ist ein Flugzeug. Ha, da, guckt, rechts im Bild. Flugzeug. Whee, nice.
Dass sie solche Details da schon reingemacht haben, ist schon, finde ich, ganz nette Sache. Na komm, auf geht's. Machen wir mal ein bisschen hier, drücken wir mal ein bisschen auf die Tube. Erfolgung von Rasa aufgenommen. Alter! Was bist du denn für ein Assi? Das crashen die mich noch. Das gibt einen saftigen Strafzettel. Weißt du was, ich bin gerade so reich. Den bezahle ich gerne. Danke, Officer. Tu dir selbst einen Gefallen und lass das in Zukunft. Ich mach sowas nie wieder. Kannst dich drauf verlassen, Freund. So, Strafzettel gezahlt. Ah, bin ich ein bisschen zu schnell gefahren. Gut, die $50, jetzt wo wir so reich sind. Ach, ich wollte mir ja noch einen Kaffee holen. Ah, wo müssen wir hin? Da hin. Dann können wir hier doch bestimmt... Ah ne, hier ist Freddys Bar. Das ist ja nicht so wie irgendeine Bar. Oder? Kann man da auch hin? Ich meine, vielleicht können wir auch zu Freddys Bar. Ja, komm, fahren wir doch einfach zu Freddy. Klasse Song, gar nichts sagen. Why? Tell me why. So, wir wollen hier erst nochmal einen Kaffee trinken und dann geht's zu Joe. So, ich bin rot-grün-blind, deswegen ist das für mich immer ein bisschen schwierig mit den beiden Linien. So Wegpunkt und Ziel, aber ich glaube das hier hinbekommen. So, gehen wir doch einfach gerade mal zu Freddy. So, wir können es uns erlauben, hier einfach dreist direkt vor der Tür zu parken. So. Hallo Freddy, komm. Was hast du denn für mich? Du bist ja früh dran, Vito. Ja, gibt auch nur einen leckeren Kaffee, wenn ihr da einen habt. Na gut, und ein Wein. Spezialität des Hauses. Stell dich selbst her. So, kleines hey, Vito, Weinchen. Für dich nur das Beste. Und ein Kaffee. Hey, er kennt uns und mag uns. So, bis zum nächsten Mal. Klopf, klopf. Hab grad wirklich immer zweimal geklickt. Gern, ja, bis dann. Mensch, netter Kerl. So, dann gehen wir hier vorne doch gerade nochmal kurz Waffen shoppen, oder? Wo wir gerade Geld haben? Warte nochmal schnell Waffen shoppen. Nicht, dass es uns irgendwann geht wie Crow und unsere Frau uns betrügt und wir kein Geld mehr haben. Komm, wir sind cool. Es sieht so aus, als wäre es fast ein bisschen gewohnt. Suchen Sie etwas Spezielles? Muni. Munition ist voll. Eine Schrot haben wir auch. Eine Magnum. Fühlst du dich gut? Ich überlege gerade, ob ich... Ja, sonst haben sie ja... Halbautomatische haben sie hier verrückterweise nicht. Komm, die Magnum ist doch geil, oder? Sie sind hier jederzeit willkommen. Kaufe ich noch Munition? So. Huch, das wollte ich nicht. Wie kann ich hier jetzt zurück? Einfach auf beenden. So. Mal kurz hier durchgehen. Was in aller Welt soll das werden? Ich will doch nur mal gucken. Alter, okay. Ruhig, amigo. So, jetzt haben wir eine Magnum. Die ist, glaube ich, noch ein bisschen besser als die Waffe, die wir vorher hatten, als Revolver. So, wo steht denn unsere Karre? Hier vorne. Sehr, sehr schön. Und zu Joe, liebe Freunde, geht's in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.